Werte Präsidentin, Sie werden immer besser. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir besprechen heute und diskutieren und debattieren heute ein absolutes Zukunftsthema. Dieses Thema wird uns die nächsten Jahrzehnte hundertprozentig beschäftigen. Und es geht hier um Weichenstellung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Kollege Weinberg hat hier ein Beispiel gebracht. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich bin mir sicher, dass hier mit Wahrheit gehandelt worden ist. Hundertprozentig gar kein Thema. Nur möchte ich auch sagen, dass das nicht der Standard ist und dass das auch nicht der Alltag ist, sondern dass das schon noch auch die Ausnahme ist und hier in Deutschland viele, viele Pflegekräfte, viele einen hervorragenden Dienst am Menschen machen und dass wir hier, glaube ich, ordentlich aufgestellt sind. Dass wir aber Verbesserungen brauchen, ist uns allen klar. Und Herr Kollege, Sie haben es ja in der letzten Legislatur erlebt, dass wir hier schon viele Dinge auf den Weg gebracht haben. Und uns hat immer wieder geleitet in der Großen Koalition, aber auch die Oppositionsparteien waren ja hier teilweise dabei, dieser Dreiklang, eine Verbesserung zu schaffen für den Patienten, für die Angehörigen, aber natürlich auch für die Pflegekräfte. Das ist wichtig. Und wenn wir hier die Vergleiche hören, wo man hier Personalschlüssel und dergleichen im Vergleich bringt mit anderen Ländern, dann ist das alles wunderbar. Wir können das auch fordern und wir können das auch gesetzlich verankern. Aber die Wahrheit und die Tatsache liegt natürlich darin, dass wir das Ganze in der Praxis benötigen. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir hier junge Menschen, aber auch Menschen, die einfach heute 40, 50 Jahre alt sind und sagen, ja, ich könnte mir hier einen Wechsel nochmal in einen neuen Beruf vorstellen. Dass wir das nicht nur auf die Jungen fokussieren, sondern dass wir das zu einem gesellschaftlichen Thema machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Ausbildung angesprochen worden. Sie wissen, dass ich hier ein Verfechter einer neuen Ausbildungsregelung bin und dass wir hier auf einem guten und richtigen Weg sind. In Ihrem Antrag steht auch drin, alles, was hier mit Schulgeld und dergleichen zu tun hat. Diese Dinge sind längst erkannt, diese Dinge sind in der Umsetzung. Wir müssen natürlich, und das möchte ich hier noch mal unterstreichen, aber auch sagen, dass wir zum Beispiel das Instrument des Zivildienstes, der ja mit abgeschafft worden ist, bisher als Motivationspunkt nicht ausgleichen haben können. Wir brauchen auch Instrumente, wo sich junge Menschen hier ausprobieren können, wo sie dann auch vielleicht durch Zufall auch für die Pflege und für einen solchen Beruf motiviert werden können. Ich denke, da darf es keine Denkverbote geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aber natürlich auch sagen, die Kollegin der FDP hat ja sehr richtig diese Punkte dargestellt. Vielleicht ein kleiner Seitenhieb, das erlauben Sie mir. Diese Dinge kann man natürlich in Regierungsverantwortung am besten mit auf den Weg bringen. Gell? Das ist klar. Ich glaube, hier sind wir dann auch wieder beim Thema Verantwortung. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte das auch nicht nur hier auf die Arbeit im Bund beziehen. Wir müssen hier die Länder natürlich schon auch daran erinnern, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass hier die Länder natürlich, wenn es um Investitionen geht, das schon auch aus ihren Budgets mit bestreiten müssen, die Investitionsfinanzierung. Ja, ich glaube, wir sind aber da ziemlich unter den ersten drei Bundesländern, die das machen. Aber das geht mir jetzt gar nicht um welches Bundesland das ist, weil sonst könnte ich sagen, oh ja, SPD oder wo sie in Regierungsverantwortung sind. Ist mir völlig egal, das zählt für alle Länder. Und das muss im Endeffekt festgeschrieben sein in den Haushalten. Sonst wird das Ganze nicht gelingen. Es wird eine Mammutaufgabe, die erstellen wir uns. Und dazu sind wir alle hier in diesem Parlament verpflichtet. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Ilsdorfer. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Hilde Mattes.